Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir und diesmal möchte ich eine ganz neue Art von Video auf meinem Kanal zeigen. Das wird auch mein erstes dieser Art sein, also wenn ihr Verbesserungswünsche habt, dann sagt mir das bitte. Es handelt sich diesmal um eine Preview zu der neuen Catrice LE, die demnächst rauskommen wird. Und zwar heißt diese Nude Prism und die ist so schön, das sage ich euch, ey, Wahnsinnsfarben dabei. Eigentlich genau mein Stil, also man kann es vielleicht an meinem Outfit schon erahnen, in welche Farbrichtung es gehen wird. Die LE wird es ab Ende Februar geben, bis März rein. Und die Läden, wo es die geben wird, werde ich euch natürlich unten in die Infobox schreiben. Aber es werden definitiv DM sein, Müller sein, Butney wird es sein und viele mehr. Und die werde ich euch natürlich unten reinschreiben. So wie alle anderen Infos zu den Produkten auch, die so in der Pressemitteilung uns mitgeteilt wurden. In diesem Video werde ich euch erstmal zeigen, welche Farben es gibt, welche Produktarten es geben wird und auch schon meine erste Meinung dazu äußern. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet und hinterlasst mir das doch mal in den Kommentaren, wie ihr bisher die LE findet und ob ihr auch zuschlagen werdet. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Also als erstes möchte ich euch natürlich die Eyeshadow Quattros vorstellen und die gibt es in zwei verschiedenen Farben bzw. zwei verschiedene Nuancen der Farben. Einmal in einem schönen eisigen Blau und in einem Alt-Rosé-Farben. Ich blende sie euch hier mal ein. Die sind wirklich so, so schön und sind auch Alltagsfarben. Und Catrice Lidschatten sind allgemein ja schon gut pigmentiert. Und ich werde mir definitiv die Eisblaue angucken. Obwohl ich ja in einer meiner letzten Videos gesagt habe, Blau steht mir nicht oder ich benutze kein Blau. Aber genau deshalb werde ich mir diese Blaue mal anschauen, weil es so ein richtig schön eisiges, frostiges Blau ist, was ich mir sehr, sehr gut im Frühling vorstellen kann. Und wir werden mal sehen, wie ich das finden werde, wenn ich das trage. Aber die Farbe interessiert mich schon mal sehr, weil sowas habe ich noch nicht in meiner Make-up-Sammlung. Und als nächstes möchte ich euch mein Highlight vorstellen. Und zwar sind das die Lippenstifte, die jetzt rauskommen werden. Es wird es in vier verschiedenen Farben geben. Und die sind so richtig schön nudig, aber irgendwie auch nicht nudig. Also ich so Rosé-Farben. Ich blende sie euch hier ein. Rosé. Dann eben in so einem beerigen... Ich kann diese Farbe nicht beschreiben, aber genau dieser beerige Ton, ich werde ihn euch irgendwie zeigen, welchen ich meine. Der ist so schön und den werde ich mir definitiv anschauen und auch das hellere Nude werde ich mir noch anschauen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es mir stehen wird, weil ich eben doch schon recht blass bin. Aber das Dunkle ist definitiv ein Kauf, den ich mir leisten werde. Und jetzt kommen wir zu einem anderen neuen Lieblingsprodukt, was ich neu für mich entdeckt habe, und zwar die Highlighter. Hier wird es in dieser LE nur einen Highlighter geben und der ist so goldig angehaucht und der ist so schön. Ich hoffe, dass das Pressefoto auch wirklich der Wahrheit entspricht. Und wenn das so ist, dann ist das definitiv ein Highlighter, den ich mir zulegen muss, denn in dieser Nuance habe ich noch keinen Highlighter. Und die Pigmentierung von den Highlightern von Catrice, da kann man echt nicht meckern. Die waren bisher in jeder LE immer so super und ich habe auch schon einige. Also muss der hier auch definitiv mein Einkaufswagen. Sorry, Schatzi. Vor allem finde ich diesen Print total schön und originell. Und der lässt auch schon so Richtung Sommer erhoffen, denn die ganzen Waben, also es sieht aus wie Waben von einem Bienenstock. Und das lässt mich schon mal sehr an den Sommer denken. Das finde ich echt cool. Also da lässt ihr euch immer Sachen einfallen. Wahnsinn. Und dann, was sollte noch fehlen? Natürlich die Nagellacke. Aber da muss ich jetzt zugeben, da sind jetzt zumindest von den Pressefotos her gesehen kein Nagellack dabei, den ich unbedingt haben müsste. Weil in dieser Farbnuance habe ich einfach schon recht viele. Und da muss ich mal schauen. Entweder ersetze ich da ein, zwei Essie-Nagellacke, wenn die Farbe wirklich so aussieht, wie die es jetzt da verspricht auf dem Pressefoto. Und wenn nicht, dann wird einfach keiner davon in mein Täschchen wandern, weil da bin ich dann doch eher so auf die Lippenstifte fixiert und auf den Highlighter. Und sogar auf dieses Lidschattenquattro in Blau, beziehungsweise mit dem Blau drin. Und da muss ich mal schauen, ob ich die Nagellacke wirklich mitnehmen werde. Aber das kommt halt ganz drauf an, wie die in Real dann aussehen. Also da lasse ich mich selbst überraschen, wie ich da die Formulierung finden werde. So, und das war meine allererste Preview zu der Catrice LE. Ich hoffe, euch gefällt diese Art von Videos und ihr wollt öfters sowas sehen. Es ist wie gesagt mein erstes Video in dieser Art und würde mich natürlich super freuen, wenn ihr mir noch Feedback dazu geben könntet, was ich besser machen kann, was ihr vielleicht eher sehen wollt oder ob euch die Catrice Previews gar nicht so interessieren auf meiner Seite. Aber ich fand es erstmal ganz toll, sowas auszuprobieren und hoffe, dass es bei euch auch gut ankam. Wenn das so sein sollte, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch
und hinterlasst mir mal eure Meinung zu dieser LE in den Kommentaren. Jetzt wünsche ich euch wieder einen wunderschönen Tag wie immer und wir sehen uns im nächsten Video.